Herzlich willkommen, Leute, zu einer kleinen Bonusausgabe von Let's Play Wolfschanze. Ich konnte es doch nicht lassen und musste das Spiel nochmal spielen. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr einen lustigen Bug auslösen könnt. Darunter zeige ich euch dann auch die Cheats, die es bei Wolfschanze gibt. Ihr öffnet mit der Taste, die sich unter der Escape-Taste befindet, diese Konsole hier. Na, warum funktioniert das nicht? So, wenn ihr das gemacht habt, schulde ich die Unterbrechung eben, dann gebt ihr hier ein erst Punkt, mit Punkt fangen alle Sheets an, dann Präzess. Ja, ich habe jetzt, man muss statt dem Z ein Y eingeben, sonst erscheint kein Z, weil das durch polnische Tastatur ist, es ist umgekehrt irgendwie, auch in anderen Ländern, und dann Enter. Das ist der Unsterblichkeitssheet und dann kann man noch eingeben Punkt WP. Er gibt den volle Munitionssheet. Da gibt es noch einen Sheet, wo man Level ändern kann, in die Level springen. Das müssen wir jetzt auch, davon müssen wir jetzt auch Gebrauch machen. Und zwar Punkt GT, dann Leertaste. Und da gibt es für die Level mal eine Nummer. Wir nehmen jetzt 03, um zur Kapelle zu kommen. Ich spiele jetzt übrigens die Uncut-Version. Ich weiß nicht, ob der Bug auch in der deutschen Version funktioniert. Könnt ihr gerne ausprobieren. Jedenfalls habe ich den Bug durch Zufall entdeckt. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Ihr werdet gleich sehen, was uns der Bug bringt. So, dann wären wir jetzt bei der Kapelle. Folgen erstmal dem Spielverlauf soweit. Und gehen nach draußen. Hoch. Jo, ihr seid jetzt unverwundbar, also eigentlich könnt ihr Gegner auch ignorieren. Und stellt euch hier in die Ecke. Ich werde mal hier speichern, falls es nicht funktioniert. So, okay. Ja, den ignorieren wir jetzt mal. Dann stellt euch hier in die Ecke und tretet auf das Fass ein. Ja, funktioniert nicht ganz. Ihr müsst jedenfalls hier über die Levelwand kommen. So, dass der Bildschirm so rot wird. Das erreicht ihr, indem ihr durch das Fass hochfliegt. So, und jetzt öffnet ihr wieder die Konsole und gebt wieder ein Punkt GT 03. Oder ich probiere es jetzt mal mit 01, ob man auch in den anderen Leveln dann nicht unsterblich, sondern ob da auch der Bug wirkt. Ein recht lustiger Bug, werdet ihr gleich sehen. Damit kennt ihr jetzt auch gleich die Sheets bei Wolfschanze. Die funktionieren in der Uncut-Version und in der deutschen Version. Überall gleich. So, jo, wir sind jetzt zurück in der Wolfschanze. Ich glaube, der Sheet funktioniert auch hier. Kommen diese Typen. Ja, man kann hier den Bug jetzt noch nicht direkt sehen, aber gleich werdet ihr es sehen. Das sind Wassergeräusche. Hä? ETF? Was soll denn der Scheiß eben? Okay, rennen wir an dem Typen vorbei. Nämlich der Bug ist, die sehen uns alle nicht. Das ist recht lustig. Bei den Gegnern überall vorbeigehen und wird von denen nicht gesehen. We've been ordered to ask him. Answer now. You are accused of high treason. Irgendwie scheine ich hier nicht weiterzukommen. Also wechseln wir nochmal den Level. Na komm schon, das mit dem Laden dauert nach wie vor immer eine Weile. Ja, jetzt sind wir am Seelevel. Und mal sehen, ob der Sheet jetzt. Sheet, sag ich immer, der Bug, meine ich natürlich. Funktioniert. Dürften die uns da jetzt. Ne, die sehen uns jetzt nicht.
Sonst attackieren die uns immer schon, wenn wir um die Ecke kommen. Da kommen auch noch welche angelaufen. Die wissen gar nicht, wo sie hinlaufen sollen. Das ist so lustig. Dachschön. Sehen, ob ich jetzt einen Double Kill machen kann. Oder Triple Kill. Nee, leider nicht. Wie krank das ist, ey. Guck dir diesen schwachen Marten an. Ja, auf dem Helm hat man eben noch deutlich das Hakenkreuz gesehen, also da ist die Zensur für den Arsch. Naja gut, ihr wisst ja, was ich von dieser Zensur halte. Spiel völlig zwecklos, weil das Spiel ohnehin Schrott ist. Sieht uns nicht, hier kommt jetzt gleich einer von hinten noch. Sieht uns auch nicht. Lauf weiter, du Idiot. Hässlich die aussehen. Schönen guten Tag. Die laufen uns hier hinterher. Naja, jedenfalls da hinten irgendwie über die Mauer kommen, aus dem Level raus, in der Kapelle und dann in das Level gehen, das man will. Und der Bug ist aktiviert. Na, hier ist das Hakenkreuz irgendwie umgekehrt, ist auch irgendwie dämlich. So, gucken wir mal. Glaube ich, hier geht's weiter. Guckt euch diesen schwachen Marten an. Das ist so lustig. Die schnallen echt einen Scheißdreck. Diese dämlichen Trottel. So, jetzt sind wir am See. Kann übrigens auch hier aufs Dach von dem. Okay, jetzt funktioniert es nicht. Warum bin ich nicht hochgeflogen? Eigentlich wollte ich jetzt aufs Dach von dem Bunker. Ja, das funktioniert jetzt offensichtlich auch nicht mehr. Tschüss. Naja, wir folgen jetzt noch eine Weile im Spielverlauf. Ja, das Spiel ist wieder so unnötig. Unsinnig, meine ich. Man kann sich immer wieder drüber totlachen. Jetzt kann ich die Fässer sogar zertreten, ohne dass ich hochfliege. Okay, das mit dem Hochfliegen war sowieso unlogisch. Dass die Fässer überhaupt explodieren, ist schon unlogisch. Okay, der hat eine etwas andere Bugart. Sich wie bekloppt da umgedreht. So, geht's hier weiter? Offenbar nicht. Steht hier einer? Nee. Gehen wir zurück. Tschüss. Normalerweise drehen die sich dann sofort um und sehen einen. So ein Trottel. Naja, wir gehen noch weiter bis zum nächsten Level. Wir wollen ja noch sehen, wie hässlich die Gegner von Namen aussehen. Sehr scheiße, nämlich. Alter, wie viele sind denn das hier? Ein ganzer Haufen hier. In die Luft springen hier die Reste. Sieht auch nichts. Auch voll logisch. Stehen die jetzt zu dritt rum. Der ist eingefroren. Tschüss. Aber so ein schrottiger Bug. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich wieder zur Kapelle kommen. Runter? Jo. Gucken wir uns hier noch diese Dussel an. Ja, kann ich auch ein bisschen länger machen. Einfach lustig, das Spiel. So krass.
Und jetzt auch mal bewerf den mal mit der scheiß Wurst. Guckt euch diesen Depp mal an. Kassiert sogar oder was? Das hört sich sogar an wie. Alter, ernsthaft? Ernsthaft, Leute? Hier ist ein schwarzer Explosionskrater von dieser scheiß Wurst. Der dämliche Trottel. Ich mach das nochmal. Ich hab mich getäuscht, oder kam da wirklich. Das war auch wirklich Explosionskrater, oder? Doch, hier ist auch wieder schwarz geworden. Wir öffnen mal in die Richtung. Tatsache, ey. Das ist ja krank. Tschüss. Ey, sonst sind die ja bei einem Tritt tot. Nur 4 Headshots halten sie aus. Bei einem Tritt, da müssen die doch tot sein. Wäre ich ja sonst unlogisch. So. Jetzt pass auf, jetzt wird's lustig. Jetzt kommen hier gleich Truppen an und checken nichts. Dann kommen die gleich alle um die Ecke, 3 Mann oder so. Ich brauche ihn noch. Guckt euch den an, das ist der hässlichste Gegner im ganzen Spiel. Das ist unglaublich hässlich. Wo will er jetzt hin? Sag mal auch zu dir, Schuss. Ja, wie hässlich die Typen sind. Eigentlich wollte ich ihn jetzt mitnehmen. Falschen Knopf hier drin. Oh, das war glaube ich ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Jetzt steht nämlich nicht mehr bei der Hälfteanzeige 0. Somit ist der Bug jetzt vorbei. Dadurch, dass ich rausgesprungen bin, habe ich nämlich erreicht, dass da 0 steht. Na, die Fässer habe ich hochgejagt, also kann ich nicht mehr zurück. Wir gehen mal weiter, vielleicht bietet sich noch eine andere Gelegenheit, den Bug wieder hervorzurufen. Ja, ich hoffe, mit meiner Stimme ist alles hier in Ordnung im Let's Play. Ich nehme jetzt mit dem anderen Rechner auf. Ich sonst immer wohl schon so. Ja klar, bei dem Hund kommen die gleichen Körperteile raus als wie bei den Scheiß-Soldaten. Da haben wir jetzt auch ein Hakenkreuz. Allerdings hier unten falsch rum. Na gut, ist egal. Alter, nee. Auf einmal ist der Bug vorbei. Da kommen wir über die Mauer. Das ist gut. Ach, ich Idiot. Die Fässer natürlich gleich mit hochgegangen. Ist auch so logisch, ne? Nur weil ich den da mit der Granate zerfetze, müssen doch nicht gleich die Fässer in die Luft gehen. Stopp! Wir machen trotzdem noch weiter. Aber der Bug ist echt lustig. Kann ich den ja auch abfackeln? Ja, vor allem der sagt übrigens, ein Gotteshaus ist ein Ort ohne Gewalt und Grausamkeit. Und genau in dem Moment kommen diese 4 Typen hier. Wenn man im Blitzkrieg-Modus spielt, kommen sogar 5 oder 6. Das ist einfach nur krank. Diese Scheiße ist geworden. So, komm, kann ich hier irgendwo über die Mauer? Das ist so unlogisch, dass hier überall Treibstofffässer oder so rumliegen. Auch extrem hässlich. Oh, it's you, Klaus. Thank God you are all right. I've got extremely bad news. Your plan has failed. Your plan has failed. Ist aber sagt so hart, was sie fehlt, ne? Dame, he met Mussolini. Krank der Typ. Ich wäre mal spannend gewesen, ob der uns auch nicht gesehen hätte, wenn wir einen Bug drin gehabt hätten. Wir brennen hier die Straßenlaterne, brennt auch. Was ist denn das für ein Krüppelbaum? Garrison.
The garrison isn't heavily guarded now, but you must hurry if you want to see your friend alive. His days are numbered. Jo, toll. Ja, ich guck nochmal, ob ich den Bot nochmal reaktivieren kann, ansonsten beende ich den Part. In der Garnison wird schwer, glaube ich. Hier müsste ich ein Fass herschleppen, dann würde es gehen. Hinten liegen welche. Denn hier denke ich mal, könnte ich rüber. So, scheiß Köter. Ist auch ein Köter. Köter sind auch extrem schwach. Ja gut, ich stelle mich gerade an wie ein Noob. Kann ich hier auch rüber? Ja, hier kann ich auch rüber. Okay, versuchen wir das hier nochmal. Will ich mal speichern, falls es nicht gelingt. Ja. Hä? Noch nicht ganz jetzt. Da oben ist der Level. Und abwärts. Ist auch lustig. Vor allem dieser Himmel. Und man denkt, jetzt kommt das Intro von Paramount Pictures. So, und jetzt. Go to. Ach, ich weiß nicht, war das mit 6? Quatsch. Das habe ich sowieso falsch eingegeben. Ich hoffe, dass wir jetzt am richtigen Level kommen. Aber ist egal, ob wir kommen in irgendein Level, wo wir noch nicht jetzt waren. Wird wir den Effekt wieder genießen können. Oporovo Castle. Naja, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Machen wir mal 09. Jetzt habe ich einen Punkt vergessen. Ja, man entdeckt immer wieder was Neues bei Wolfschanz, das ist ja schön. Aber die Schrotti-Spiel. Man denkt erst, das ist ein ernstes Spiel, vor allem wenn du hier die Ladeanzeige schon siehst. Jo, wir sind am Bahnhof. Das ist ein sehr schöner Level, um das mal zu zeigen. Kommen dann aus allen Richtungen irgendwelche dämlichen Gegner. Wenn die einen alle nicht sehen, dann wird das sehr lustig. Oh, das Maul, guckt euch das an, ey, Alter, ne. Das Haare sein soll, ne, das soll wahrscheinlich irgendwie. Ja, das ist so ein scheiß Schützenmaske. Hier unten steht auch noch ein Affe, glaube ich, ja. Noch überall gleich Schweine. Stell mal ihn da an. Ihm gehen wir mal dann schön entgegen. Durch die Arschlöcher an. Kommt von überall her, um mich platt zu machen. Aber ich lasse mich nicht platt machen, das ist das Problem. Ihm gehen wir jetzt mal entgegen. Das erste Mal, dass ich hier rüberkomme, ohne runterzufahren. Guckt euch diese Arschlöcher an. Alle hier hinrennen. So, pass auf, wenn ich jetzt eine Granate werfe und die nicht alle gekillt werden, dann ist das wieder ein neuer Beweis von Unlogik. Die fliegen nicht auseinander, nicht? Das ist wie ein kleiner Brandsatz. Und ganz leicht zu Hause selber basteln. Was soll denn der Scheiß? Wow, es sind wenigstens mal zwei gleichzeitig um. Oder? Nee. Der andere ist nur vorbei. Ach Leute, ey. Leute. Das ist so unglaublich. Na gut, jedenfalls könnt ihr euch aussuchen, wo ihr den Bug auslöst. Ich empfehle das, ja, dabei, bei, was war das, Kapelle? Das macht sich relativ einfach. Schmeiß meine Fresse. Der stirbt gleich.
Aber nee, bei den anderen, da wird die Power der Granate noch unter den anderen aufgeteilt. Trotzdem stirbt immer nur einer. Gleichzeitig sterben die nicht. Sehen sie gar nicht ein. Was zum Teufel? Kam dieses Geräusch eben her? Ist doch keiner. Schreckt mich nicht, ihr Idioten. Hier, ja. Sieh, was er für eine hässliche Fresse zieht. Als ob so einer dastehen würde und so auf den Boden glotzt. Die Fresse! Die Fresse! Ey, komm. Ja, er zieht auch eine miese Fresse. Hier, das war die auch noch zeigen. Genau, jetzt haben wir nämlich keine amerikanischen Propagandaplakate mehr, wie in der deutschen Version, sondern in der Uncut-Version haben wir richtige nationalsozialistische. So, jetzt fresse ich nicht den Scheiß, denn dann warst du es nämlich. Und dann sehen die mich auf einmal alle. Kommt dann ganz schlagartig. Mal sehen, ob ich aufs Dach von dem scheiß Bahnhofs komme. Ah, nee. Was? So weit kassiert, Alter. Krank, ey. I'm bleeding. Ey, wo kamen diese Scherben? Hier werden noch einfach so irgendwelche Geräusche reingeworfen in das Spiel, die gar nicht passen. Da drin steht jetzt auch noch so ein Affe. Schießt der ernsthaft auf mich? Das wäre dann ein Bug im Bug. Ach, er schießt die Scheiben ein. Daher kommt sie sogar. Okay, das ist... Er schießt tatsächlich auf mich. Das ist ein Bug im Bug. Also was ihr heute erlebt habt, sie an dem Part. Vor allem der... Der ist wieder aufgestanden. WTF, Leute. Seriously, wo kommt... Das kann doch nicht sein. Ich hab den doch der mit der Granate platt gemacht. Oder bin ich jetzt blöde? Ja, kann auch durchs Fenster. Alter, auf einmal steht er wieder da und schießt auch noch auf mich. Ja, das war wirklich wahrlich ein Bug im Bug. Also Leute, sowas, ne. Was man hier noch erleben muss. Ist ja auch, ne. Hier liegt noch ein. Ist ein neuer. Wo der herkommt, ist mir allerdings auch wieder ein Rätsel. Mal sehen, ob der jetzt hier auch aus dem Tunnel kommt. Ich denke mal, dann werde ich auch Schluss machen. Der haut mir ein paar runter mit seiner scheiß Knarre.